Er könnte flanken. Kraft hat gestimmt, die Präzision nicht. Ja, deshalb ist der Ball auch nicht drin, Wolf. Da sehen wir wieder, Power ist nicht alles. Neymar. Aber dann holt sich die Abwehr doch noch den Ball bei diesem Steilpass. Danilo Pereira. Da gibt er Elfmeter. Und jetzt könnten sie in Rückstand geraten. Ah, das hat er nicht gut gemacht. Keine gute Zweikampfführung. Es gibt die Elfmeter. Und Geld noch dazu. Das kann jetzt die Führung werden. Gut gemacht, er kann hier verwandeln. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Er versenkt den Strafstoß in den Winkel. Da kannst du nichts machen. Und weiter geht's mit einem Rückstand für die Citizens. Starker Zweikampf. Platz zum Flanken hier. Da ist die Flanke an den langen Pfosten. Ah, das ist abseits und wir haben es gesehen, da war zu wenig Bewegung in der Mitte. Klar, auf den Ball lauern, das ist eine gute Strategie, aber so statisch, also so leicht auszurechnen, darf man natürlich auch nicht sein. Gute Ballführung und das will er jetzt alleine machen. Ist es das? Was für eine Parade! Mit einem Hechtschwung kommt er an den Ball, macht sich ganz lang. Riesenaktion. Und man sieht wieder einmal, er ist ein hechtender Klassekeeper. Die Chancen sind da, aber das ist das einzig Positive. Sie liegen hinten und einer der Hauptgründe dafür ist eben die eigene Chancenverwertung. Die Unkonzentriertheit vor dem gegnerischen Tor. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? City über den Flügel. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Jetzt können Sie kontern. Ah, da geben Sie den Ball ab. So wird das mit der Konterchance natürlich nichts. Da erobert er den Ball. Machen Sie gut. Steilpass. Aber da machen Sie doch nichts aus diesem Steilpass. Ball ist weg. Eine Minute gibt es obendrauf. Messi. Ja, dazwischen gegangen. Ball von Messi kommt nicht an. Messi muss es machen. Ederson. Weltklasse, wie er das gemacht hat. Glanzparade. Ball ist erstmal wieder raus. Knappe Führung zur Pause. Es steht. PSG liegt vorne. Es kann weitergehen. Weiter Raheem Sterling. Sie können den Ball erstmal abblocken. Verratti mit dem Anspiel. Nee, kommt nicht an. De Bruyne, er zieht ab. Ausgleich für Manchester City. Alles wieder offen in dieser Begegnung. Normalerweise macht er seine Tore lieber mit dem anderen Fuß. Stimmt, Wolf, aber er hat hier vollkommen richtig entschieden. Gut durchgesetzt, gefährlich. Tor PSG. Von Man City muss jetzt mehr kommen. Sie liegen zurück. Kylian Mbappé-Lotin. Die Flanke wird vom Verteidiger geblockt. Und nun Sterling. Sie verlieren den Ball.
PSG in der Offensive. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt. Weg ist der Ball. Jetzt Neymar. Klasse Technik. Neymar. Mbappé. Ja, geht gut dazwischen. Walker. Das ist Rodri. Bernardo. Aber jetzt ist der Ball weg. Da machen sie nichts aus dieser Szene. Jetzt können sie vielleicht kontern. Ballbesitz ist weg. Da machen sie zu wenig aus dieser Konterchance. Gut gemacht. Er hat den Ball erobert. Halbe Stunde noch. Dann ist das Spiel vorbei. Mahrez. Ball jetzt bei Sterling. Das ist jetzt seine Chance. Man City ist wieder da. Das ist der Ausgleich in dieser Partie. Sie treffen zum 3:3 und gestalten alles wieder offen. Und da zeigt er vollen Einsatz. Mit Erfolg. Er hat den Ball. Idrissa Gueye. Ball ist bei Mbappé. Und jetzt haben sie den Ball. Lionel Messi. Ja, dazwischen gegangen. Ball von Messi kommt nicht an. Ganz hartes Einsteigen. Könnte Platzverweis geben. Und der Platzverweis könnte den Unterschied in diesem Spiel ausmalen. Jetzt gibt es auch noch einen Freistoß. Und der könnte gefährlich werden. Ich weiß nicht, ob... Das war kein Problem für den Torhüter. Stand gut beim Freistoß und hält ihn sicher. Jetzt wird hier gewechselt. PSG mit der Ecke, gute Gelegenheit vielleicht zum Führungstreffer. Da passt er auf und hat den Ball. Da bedankt sich die Abwehr, das ist Abseits. Ja, da machen sie der Abwehr das Leben leicht. Schwacher Pass, sie sehen doch, dass da jemand im Abseits ist. Da musst du geduldiger spielen, ist ja keine Frage. Könnte die Führung werden. Super gemacht. Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball. Das war gefährlich. Er ist zur Stelle ein klasse Keeper. Ah, gut gemacht jetzt von Ederson. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Bernardo. Gute Chance. War aber sogar noch mehrere. Ja, einfach volle Lotte draufgehalten, das war nicht die ideale Option. Es gibt den Vorteil für Paris. Ballgewinn, gefährliche Position. Machen sie gut, Steilpass. Tor, da ist es. Zu zehnt liefern sie hier eine tolle Leistung ab. Zu zehnt geben sie hier alles. Und jetzt haben sie die Führung. Jetzt muss mehr kommen von PSG. Klasse Ballgewinn, vielleicht machen sie jetzt was draus. PSG gleicht aus und das war natürlich ein wichtiges Tor. So, nochmal die Wiederholung. Die Szene wird der Trainer der Mannschaft garantiert noch häufiger zeigen. Was für ein Ballverlust da. Und dann geht es ganz, ganz schnell und der Treffer fällt. Das darfst du dir nicht erlauben. Und mit diesem Tor ist das Spiel auch auf der Anzeigetafel wieder ausgeglichen. Eine enge, eine spannende Partie. Mbappé. Garner mit dem Ball. Jetzt Neymar am Ball. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Das war schon Tor Nummer 3. Der ist richtig gut drauf. Wir sehen nochmal dieses Tor, da ist die Flanke und dann zeigt Kylian Mbappé auch mit dem Kopf, dass er Weltklasse ist. Und jetzt liegt Manchester City hier zurück. Viel zu hart, was macht der Schiri, gibt das Rot. Balleroberung, das war natürlich ein guter Zweikampf.
Jetzt PSG auf dem Weg nach vorne. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt. Weg ist der Ball. Messi. Ist das hier die Entscheidung? Noch lebt die Chance. Gabriel Jesus. Ball bei Mahrez. Und jetzt Sterling. Kurz vor Spielende kommt Manchester City nochmal. Geht hier vielleicht noch was in Richtung Ausgleich? Die Chance auf den Konter. Danilo Pereira. Gefährliche Szene. Ah, da hätte er für die Entscheidung sorgen können, aber kein Tor. Ja, den muss er machen. Da wird er sich ärgern. Fernandinho verliert den Ball. Neymar. Er lässt seinen Gegenspieler stehen. Und die Balleroberung, wichtig. Vorne der Ballgewinn. Geblockt, aber weiter Gefahr. Klasse Timing hier, gut dazwischen gegangen. 2 Minuten bekommen wir hier Nachspielzeit. Jetzt ist Platz für den Konter. Wäre die Konterchance gewesen, aber sie verlieren den Ball. Fans ärgern sich nach wie vor über diesen Platzverweis. Ja, auch jetzt noch am Ende dieses Spiels. Die Fans wollten natürlich ein besseres Ergebnis und es war ja auch eine harte Entscheidung. Kylian Mbappé kann heute mit sich zufrieden sein. Hatte viele gute Ideen hier.